Hallo zusammen, kann man mich hören? Super, perfekt. Okay, dann legen wir los. Wir haben 15 Uhr, sind auch viele Teilnehmer dabei. Vielen Dank, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind und unser Webinar besuchen. Ja, es geht um das Thema, wie baue ich einen Online-Shop auf? Ein sehr wichtiges und ein sehr aktuelles Thema. Es wird um die rechtlichen Aspekte gehen. Es werden aber auch einige praktische Beispiele aufgezeigt. Und ja, mein Name ist Vladislava. Also man kann mich Vladi auch nennen, weil der Name recht lang ist. Und ich arbeite bei EHI und bin ein Teil des Kompetenzzentrum Handel. Dazu werde ich dann auch später etwas erzählen. Ich habe Erfahrung im Bereich Zertifizierung der Online-Shops. Ich habe daher so einige Online-Shops gesehen und weiß, worauf es ungefähr ankommt und was es da zu beachten gibt. Ja, heute werden wir auch von einigen Experten unterstützt. Das ist einmal Linda von Shopify und Denise von Signal Iduna und die werden mich ebenfalls mit ihren Kompetenzen unterstützen. Gut. Ja, ich möchte zunächst kurz die Agenda anreißen. Ich werde berichten, was das Kompetenzzentrum Handel macht, welche Inhalte wir anbieten, welche Formate haben wir. Ja, die Ausgangssituation, warum gerade jetzt Online-Shops beliebt sind, warum sie wichtig sind. Und dann würde ich die wichtigsten Bausteine des Online-Shops dann erläutern. Und anschließend wird dann die Expertin Linda von Shopify übernehmen mit dem Bereich, wie baue ich einen Online-Shop auf. Und die rechtlichen Aspekten werden dann Denise und Andreas näher erläutern. Und anschließend können Sie natürlich Fragen stellen. Genau. Ja, Mittelstand 4.0, Kompetenzzentrum Handel. Das ist eine Initiative des Mittelstand Digitals. Wir werden gefördert durch das Wirtschaftsministerium und sind eine Anlaufstelle in Fragen der Digitalisierung. Unsere Zielgruppe sind die kleineren und mittelständischen Unternehmen, kleinere stationäre Händler. Und ja, wir haben ein Projekt, welches über 3 Jahre läuft und am 1. Juli ist es gestartet. Genau, und wir setzen uns auch aus unterschiedlichen Partnern zusammen. EB Research von Regensburg, IHK Köln, EHI und HDE als Leiter des Projektes. Und wir versuchen mit unserem Wissen, mit unserer Erfahrung, die Händler zu unterstützen und Materialien zur Verfügung zu stellen, ja, und in gewissen Themen dann gewisse ja, Kompetenzen zu vermitteln. Genau, es geht um die Digitalisierung im Handel. Speziell sind unterschiedliche Themen, die wir behandeln. Jeder der Partner hat so seinen eigenen Schwerpunkt und somit ergänzen wir uns ganz gut. Es geht darum, wie werde ich in Social Media aktiv? Wie kann ich meine Kunden erreichen über Social Media? Welche Plattformen gibt es überhaupt? Welche Technologien kann ich zum Beispiel am Point of Sale einsetzen? Welche Zahlungsarten sind gut? Welche eignen sich ganz gut für mein Geschäft? Auch solche Trendthemen wie KI im Handel sind auf jeden Fall ein Thema, was wir über die 3 Jahre näher erläutern werden. Aber natürlich das Thema E-Commerce und jetzt Online-Shops, was dann heute auch das Thema des Tages wird. Das sind so kurz unsere Inhalte. Und ja, die Formate, die wir anbieten, das sind Vorträge. Natürlich gerade jetzt ist es schwierig, dann einen Vortrag zu halten live, aber wir helfen uns damit in Webinaren und versuchen diese Veranstaltung dann online durchzuführen. Und wir bieten außerdem Workshops an.
Unser sehr beliebtes Format ist zum Beispiel unser Digital Mobil. Das nennen wir auch DIMO. Das ist ein Mobil, was durch ganz Deutschland reist und ist ausgestattet mit unterschiedlichen Technologien, die man zum Beispiel am Point of Sale einsetzen kann. Wir können somit auch ja, ländliche Regionen erreichen und noch nicht nur die zentralen Städte und somit wirklich dann Technologien zum Greifen nah aufzeigen. Ich sag mal, jetzt ist das ebenfalls etwas eingeschränkt durch die Krise, aber wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich dieses Format dann aufnehmen können. In der Zeit geben wir fleißig auch Unternehmersprechstunden an. Da kann man wirklich dann explizit dann seine individuellen Fragen stellen an die Experten und wir versuchen diese entweder selbst zu beantworten oder dann an die entsprechenden Experten dann auch weiterzuleiten. Auf unserer Webseite zeigen wir auch regelmäßig Beispiele auf, wie andere Händler erfolgreich so einen Digitalisierungsprozess durchführen. Das hat sich zum Beispiel gerade jetzt in der Krise gezeigt, dass manche Händler sehr einfallsreich waren, dass viele neue Kanäle gewählt haben, dass ja, sehr viele auch einiges gewagt haben. Und das haben wir zum Beispiel auch aufgezeigt. Wir haben auch auf unserer Webseite Leitfäden und Infoblätter zu den unterschiedlichen Themen. Kommt dann immer mehr mit der Zeit hinzu. Schauen Sie bitte halt regelmäßig rein, ob da gewisse Themen sind, die Sie vielleicht besonders interessieren. Was da ebenfalls vorhanden ist, sind Podcasts, auch zu den aktuellen Themen. Und ja, ansonsten findet man uns zum Beispiel auch auf Messen. Die letzte war jetzt die Euroshop. Und ja, es wird sich zeigen, wie sich das dann weiter mit den Messen entwickelt und wann wir dann bei der nächsten dabei sein können. Aber erstmal dieses Format der Webinare. Okay. Ich habe hier, damit ich das nicht vergesse, unsere Webseite kompetenzzentrumhandel.de hier einmal eingeblendet, wo Sie dann die ganzen Informationen erhalten und auch etwas ausführlich. Und Sie können uns gerne bei Twitter folgen, bei Facebook und Xing. Wir posten dann regelmäßig Erinnerungen zu Veranstaltungen und ja, somit können Sie dann auch aktuell bleiben. Und genau, die ganzen Angebote sind selbstverständlich auch kostenlos. Also nutzen Sie die Möglichkeit und sprechen Sie uns gerne an. Ja, nun kommen wir zu dem eigentlichen Thema Online-Shops. Und ich habe hier eine Studie von IHI zusammen mit Statista. Wurden nämlich 1000 umsatzstärksten Online-Shops analysiert, wie da der Umsatz betrug 2019. Und man hat gesehen, dass es einen Zuwachs gab an Umsatz um 7,5% im Vergleich zum Vorjahr. Das zeigt, dass Online-Shops weiterhin populär sind, weiterhin beliebt sind und dass auch die Nachfrage der Kunden weiter steigt und ja, sehr viele Kunden sich auch einen Online-Shop wünschen neben dem stationären Shop. Und ja, gerade auch in der Krise, die Händler, die bereits einen Online-Shop hatten, hatten dann natürlich auch den Vorteil, dass sie auch umswitchen konnten und ja, auch diesen Kanal dann noch weiterhin bedienen konnten. Und ja, diejenigen, die noch keinen Online-Shop haben, haben natürlich die Hürde, erstmal so schnell wie möglich einen aufzubauen. Aber da kommt es auch natürlich nicht nur auf die Attraktivität des Online-Shops an, aber auch ja darauf, dass dieser dann abmahnsicher ist, weil die Kosten relativ hoch sind und das soll man auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren. Und deswegen habe ich jetzt ein paar Must-Have eines Online-Shops aufgeführt. Ich habe mich jetzt auf B2C-Online-Shops bezogen. Genau, ich habe auch ein bisschen mehr Text drin gelassen, damit man das später auch gut nachlesen kann.
Hier sehen wir die Produktseite, also das ist die Seite, wo das Produkt aufgeführt ist. Also auf dem Screenshot links sieht man leider jetzt nicht die komplette Seite, aber einen Ausschnitt. Und was zum Beispiel wichtig ist, ist die Artikeldarstellung natürlich, die Beschreibung der wesentlichen Merkmale, zum Beispiel auch die Materialzusammensetzung, falls es sich um einen Stoff handelt. Aber auch solche Angaben wie Preise mit den entsprechenden zusätzlichen Kosten sollten ebenfalls aufgeführt werden, also dass die Mehrwertsteuer noch hinzukommt und dass die Versandkosten dann ebenfalls anfallen. Am besten auch mit einem Link zu der entsprechenden Rubrik Versandkosten. Was auch wichtig ist, ist nicht nur die Angabe, dass ein Artikel lieferbar ist, sondern auch, dass man angibt, wann genau ein Artikel geliefert wird. Das muss jetzt nicht genau ein bestimmtes Datum sein, aber eine Lieferzeit von ungefähr, ja, 1 bis 3 Werktagen zum Beispiel oder je nachdem, wie lang die Lieferfrist ist, sollte schon angegeben werden. Und ja, falls Garantieleistungen angeboten werden, gehören sie ebenfalls auf die Produktseite. Was man vermeiden sollte zum Beispiel, sind so Selbstverständlichkeiten, also die Werbung zum Beispiel, dass man 2 Jahre Gewährleistung hat. Das ist selbstverständlich, das ist so gesetzlich geregelt und das gehört jetzt nicht auf die Produktseite. Ja, ich habe schon die Rubrik Liefer- und Versandbedingungen angesprochen. Es ist auch wichtig, die einzelnen Länder zu benennen, wenn man unterschiedliche Länder beliefert. Falls natürlich Zölle oder Steuern anfallen, sollten die ebenfalls hier aufgeführt werden. Und man sollte auch hier solche Formulierungen wie versicherter Versand am besten vermeiden, weil das ebenfalls eine Selbstverständlichkeit ist. Also der Händler trägt nun mal die Verantwortung, dass der Versand sicher beim Kunden ankommt. Genau. Vielleicht haben viele gesehen, bei einem Online-Shop gibt es unten eine Leiste, die dann wirklich fast auf jeder Seite zu sehen ist, mit den Rubriken Impressum, Widerrufsrecht, AGB. Und ja, das ist auch gut so. Das heißt, dass man von jeder Seite aus diese Rubriken erreichen kann. Und dazu gehört zum Beispiel Impressum. Und ja, Impressum sollte dann den Anbieter enthalten und die Rechtsform, natürlich die vollständigen Anschriftangaben. Bei den Telefonnummern sollte man darauf achten, falls irgendwelche Gebühren anfallen, dass man diese dann explizit benennt und dass man auch die telefonische Erreichbarkeit dann angibt. Ja, die E-Mail-Adresse, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer sollte ebenfalls vorhanden sein. Ja, hier der wichtigste Bereich, die AGB. Ich habe hier kein Bild dazu, weil, wie man weiß, kann die AGB ziemlich lang werden und ziemlich umfangreich. Und hier sollte man auf jeden Fall auf die Übersicht achten, vielleicht ein Inhaltsverzeichnis vorher, dass man eine gut lesbare Schrift wählt und ja, dass bestimmte Informationen hier nicht fehlen dürfen. Dazu gehört zum Beispiel Impressum, also das, was ich vorhin auch aufgeführt habe, dass die vollständige Anbieterkennzeichnung auch in den AGB enthalten ist. Was auch gut ist, dass man eine kurze Beschreibung des Bestellvorgangs auch hier aufführt. Und am wichtigsten, glaube ich, der Punkt, wann der Vertrag wirklich dann zustande kommt. Ob das jetzt beim Betätigen des Kaufbuttons ist oder bei der Zusendung der Auftragsbestätigung per E-Mail. Hier sollte dann wirklich explizit der Zeitpunkt genannt werden. Ja, man kann einen Verweis auf die Widerrufsbelehrung in der AGB geben oder dann die Widerrufsbelehrung integrieren in die AGB. Wir empfehlen dann wirklich, die gesetzliche Musterbelehrung zu verwenden und sie möglichst wenig zu verändern, außer man hat einen Rechtsschutz, einen Rechtsanwalt, den man in diesen Fragen dann konsultieren kann.
Am besten, man hebt diese Widerrufsbelehrung hervor durch einen Rahmen, durch einen Hintergrund, damit sie sich vom restlichen Text einfach absetzt. Ja, und falls die Rücksendekosten nicht vom Händler getragen werden, sollte das ebenfalls als Hinweis an den Kunden erfolgen. Ja, auch die Versandkosten und die Zahlungsbedingungen sind ebenfalls zu erwähnen. Das habe ich jetzt nicht explizit hier aufgeführt. Es reicht aber auch, wenn eine Verlinkung zu den entsprechenden Rubriken vorhanden ist. So, nun kommen wir zu der Rubrik Widerrufsrecht. Ja, man, entweder das Widerrufsrecht ist integriert in der RGB oder das ist dann separat ausgelagert oder zusätzlich dann als Rubrik vorhanden mit dem Widerrufsformular. Auch das Widerrufsformular kann auch als einzelne Rubrik vorhanden sein. Wichtig ist, dass man auch das leicht findet, mit einem Klick erreichen kann und ja, das permanent sichtbar ist. Und ja, auch hier der Tipp an die gesetzliche Musterbelehrung sich halten und auch bei dem Widerrufsformular das gesetzliche Musterformular verwenden. Wie sieht das aus? Also links sieht man so ein Beispiel einer Widerrufsbelehrung. Hier sind auch noch Zahlen für die entsprechenden Abschnitte, die man dann individuell anpassen kann. Sie können bei der IHK nachfragen, ob sie so ein Dokument zur Verfügung stellen können. Man findet auch im Internet ganz viele Informationen dazu. Und ja, und rechts sieht man so ein Musterwiderrufsformular, den man am besten auch so übernehmen sollte. Außer man hat natürlich einen Rechtsanwalt, den man konsultieren kann in diesen Fragen. Ja, die letzte wichtige Rubrik, die ich jetzt benenne, ist die Rubrik Datenschutz. Und ja, hier sollte genannt werden, warum die Daten einbezogen werden, welchen Zweck die Einbeziehung hat und dass der Kunde die Daten auch jederzeit berichtigen kann, dass er diese Daten löschen kann. Und dazu muss er natürlich auch die jeweilige Person kontaktieren. Deswegen müssen auch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten aufgeführt werden. Auch der Zeitraum, wie lange diese Daten gespeichert werden, sollte ebenfalls genannt werden. Und ja, falls ein Kundenkonto zum Beispiel eingerichtet werden sollte, sollte eine aktive Einwilligung eingeholt werden durch eine Checkbox, dass man die Datenschutzerklärung gelesen hat. So. Ja, und zu guter Letzt würde ich auf die letzte Bestellseite eingehen. Ich würde dann direkt zum Beispiel kommen. Ich hoffe, das kann man gut erklären. Hier sollte man sich an die Buttonlösung halten und hier ist eine Frage, was eine Checkbox ist. Das ist zum Beispiel, ich komme gleich dazu, das sieht man hier auf dem Screen schon ebenfalls. Also ganz oben ist so eine Leiste, wo man sieht, in welchem Schritt man sich genau befindet. Und danach sollte der Kunde die Möglichkeit haben, auch seine Daten zu korrigieren, seine Lieferadresse oder seine Zahlungsart. Ja, vielleicht auch die Menge des Warenkorbs, das kann man ja auch ändern im letzten Bestellschritt. Und genau, bevor man dann die wichtigsten Informationen sieht, sollte man über diese Checkbox dann aktiv zustimmen, dass man die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen hat, mit einer Verlinkung zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen und auch der Hinweis, dass man ein Widerrufsrecht hat. Die Checkbox ist ja so ein Kasten über den Warenkorb, den man dann betätigt. Die sollte auch nicht voraktiviert sein, damit man selbst diesen Haken reinmachen kann. Ja, der Warenkorb, der sollte dann entsprechend auch die einzelnen Artikel, also die Einzelpreise aufweisen, auch den Gesamtpreis und
die Bestandteile wie die 19% Mehrwertsteuer oder die Versandkosten und anschließend dann natürlich den Gesamtpreis. Und das abschließende Element ist natürlich der Kaufbutton. Der wird dann als letztes betätigt und ja, dann sollte auch der Kunde eine Empfangsbestätigung bekommen, dass seine Bestellung aufgenommen wurde. Genau, also das und es gibt noch viel mehr, was man dazu sagen könnte, aber das würde jetzt den Rahmen etwas sprengen. Sie können mich sehr gerne kontaktieren, falls Sie dann Fragen an mich haben. Das ist dann meine, ja, Kontaktseite. Und dann würde ich gerne an meine, ja, an die erste Expertin überleiten, an Linda. Genau. Und sie würde sich dann auch selbst vorstellen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Vladi. Mein Name ist Linda Gudert. Ich bin von Shopify. Auch vielen Dank an das Kompetenzzentrum Handel für die Einladung. Ich mache die Geschäftsentwicklung für Shopify und möchte euch im Endeffekt oder Ihnen, ich weiß nicht, mit dem Sie, mit dem Du, das ist mal ein bisschen, aber ich bleibe mal beim Sie. Ich probiere das mal. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man so schnell wie möglich und so einfach wie möglich und ohne IT-Kenntnisse einen Online-Shop mit Shopify aufsetzen kann. Genau. Dazu möchte ich ganz kurz einmal anfangen mit einer mit einer Umfrage. Mich würde interessieren, einfach so, dass ich weiß, wer im Raum ist, wer Shopify schon kennt, ja oder nein, vielleicht einfach mal kurz sagt, parallel das eingeben. Genau. Dann gehe ich mal zurück auf die Slides. Ich weiß nicht, ob wir das parallel laufen lassen können, das können wir gleich sehen. Ach, ich sehe schon, Markus Küpper sagt, ich war mit Shopify mit dem Shop in 5 Tagen fertig. Naja, genau, also das ist das, was ich eigentlich erzählen möchte. Möchte das anhand von einem Praxisbeispiel auch machen. Das ist unser Händler aus Berlin vom Feinkostladen, französischer Feinkostladen Maître Philippe et Fille, also der Meister Philippe und seine Töchter. Vielleicht können Sie einfach parallel auch auf die Webseite gehen. Das ist hier www.maitrephilippe.de. Ich werde zwischendurch immer noch mal darauf verweisen, wie Sie das gemacht haben, weil dass man das ganz gut sehen kann dort. Maître Philippe Effille, wie gesagt, Feinkostladen, stationärer Handel seit 25 Jahren gibt es die Firma und die haben halt parallel auch direkt zu dem Ladengeschäft einen Online-Shop aufgebaut. Im Ladengeschäft gibt es alles, was das französische Gourmet-Herz begehrt, also frischer Käse, frische Salami, frische Oliven. Und im Online-Shop haben sie sich spezialisiert auf all das, was von der Logistik her ein bisschen einfacher ist natürlich, was dann so Sardinen, also Konserven sind, Feinschmecker-Konserven, Kekse, auch hochprozentiges, so etwas, was dann während der Corona-Zeit auch den Leuten Freude bereitet hat. Genau. Dann, ich muss mal ein bisschen umspringen. Das ist meine kleine Agenda. Ich erzähle ganz kurz was zu Shopify. Ich schaue mal mit der Umfrage, dass ich sehen kann, wie viele. Genau, also ja, sind es 40%, nein, sind es 28%, also ein bisschen ausgewählt in dem Sinne. Gehen wir zurück auf die Slides. Genau, ich wollte kurz was zu Shopify erzählen und dann gehen wir auch direkt rein, wie Sie starten können mit Shopify, wie Sie verkaufen können, wie Sie direkt vermarkten können und wie Sie dann auch Ihr Geschäft durch Shopify managen können, also direkt steuern können. Denn das ist wichtig zu verstehen, dass Shopify nicht nur ein Online-Shop in dem Sinne ist, sondern eine Schaltzentrale, eine digitale Schaltzentrale, in der Sie auch kanalübergreifend, aber sehr, sehr einfach und auch selber verkaufen können. Das schaffe ich natürlich jetzt nicht alles in
sehr großer Tiefe auch darauf einzugehen, sondern wir haben Ihnen hier einen Link zusammengestellt, meetups.shopify.com/deutschland. Gerne raufgehen, da gibt es kostenlose Kurse und Ressourcen. Ich komme später nochmal darauf zurück. Und da ist zum Beispiel aber auch ein einstündiges Händlervideo von Maître Philippe und seinen Töchtern, wo sie auch einfach nochmal in Detail erklären, wie sie den Shop parallel aufgesetzt haben. Genau, was ist die Vision, was ist die Mission von Shopify? Wir möchten den Einzelhandel für alle verbessern. Wie gesagt, es ist eine Einzelhandelsplattform, die die Händlerinnen ermöglicht, ihre Produkte überall zu verkaufen. Und für alle, das Stichwort hier ist im Endeffekt, dass es in die Richtung der Demokratisierung der IT geht. Was bedeutet das konkret? Wir arbeiten mit einem Cloud-basierten Modell. Das heißt, dass jeder ohne IT-Ressourcen wirklich dieselben Funktionen und Fähigkeiten von uns bekommt, von dem Shop-System bekommt, die ansonsten eigentlich nur den E-Commerce-Riesen wie zum Beispiel Amazon und so weiter zur Verfügung stehen. Das ist unser Herz dahinter. Wichtig nochmal der Hinweis, wir sind ein kanalübergreifendes System, also das ist eine Plattform, eine Schaltzentrale, das ist das, was dieses kleine Häuschen in der Mitte dort darstellen soll, worüber man dann ja seinen eigenen Online-Shop aufsetzen kann, aber auch seinen stationären Handel anbinden kann, über soziale Netzwerke direkt in den Netzwerken verkaufen kann, Facebook, Instagram, ich zeige das später nochmal. Man kann direkt auf Marktplätze wie zum Beispiel eBay direkt listen und das macht halt auch den Unterschied von dem System aus. Wie gesagt, alles ganz einfach, sehr intuitiv, ohne dass man viele IT-Ressourcen, eigentlich gar keine IT-Ressourcen braucht. Kurze globale Fakten zu Shopify. Wir haben jetzt mittlerweile 1 Million Händlerinnen auf der Plattform, die über uns verkaufen. Wir sind mehr als 4.000 Mitarbeiter, mittlerweile ursprünglich eine kanadische Firma, jetzt aber mittlerweile in 175 Ländern vertreten. Und wir haben letztes Jahr einen Gesamtumsatz, also nicht in dem Jahr, sondern bis dato dann 135 Milliarden Umsatz gesehen auf unserer Plattform. Und das wächst natürlich jetzt auch stetig weiter. Wie sieht das Ganze in Europa aus und auch in Deutschland? Das ist bestimmt für Sie auch interessant. Wir haben mittlerweile mehr als 100.000 Händler in Europa. In Deutschland haben wir ein sehr starkes Wachstum, 82%. War es in 2019 war es sehr ähnlich. Seit 2017 gibt es ein Büro in Berlin und ich bin auch hier in Berlin natürlich, aber gerade im Homeoffice. Wir arbeiten stetig daran und haben auch bereits 4 Vorzertifizierungen. Das ist ja jetzt hier auch der wichtige rechtliche Rahmen, den wir hier in diesem Webinar auch mit den Experten behandeln. Einfach, dass da wir auf der sicheren Seite oder Sie im Endeffekt auf der sicheren Seite sind. Genau. Dass wir dann uns anschauen, wie wir ganz praktisch starten können mit Shopify. Dafür geht man auf shopify.de und innerhalb von ein paar Minuten kann man dieses volle Formular ausfüllen. Es dauert ein paar Minuten, wie gesagt, und man kann das System jetzt momentan oder als Reaktion auf Corona, auf die Krise für 90 Tage kostenlos testen. Sonst sind das 14 Tage und ansonsten, das ist natürlich sehr wichtig für Sie auch zu wissen, was es danach kostet. Deswegen hier ist die Übersicht, was die monatlichen Kosten sind. Das geht bei dem Basic, also bei dem Basisprogramm, bei dem Standardprogramm, geht es bei 29 US-Dollar, das sind 27 Euro circa pro Monat los. Wenn ich dann mehr Personalkonten brauche, wenn ich etwas gewachsen bin, wenn ich noch ein paar andere Funktionen brauche, dann geht es bei 79 weiter und dann 299. Wenn man dann noch viel stärker wächst und sehr, sehr viel Umsatz macht, sehr in weitere Länder verkauft und so weiter und so fort, dann gibt es auch noch Shopify Plus, was jetzt nicht mit drauf ist. Vielleicht noch hier der 2 kurze Hinweise, was zusätzlich zu dieser 90-Tage-Verlängerung, was Shopify eingerichtet hat, also als Reaktion auf die Corona-Krise, ist, dass in allen Tarifen, also in dem Basisplan auch die Geschenkgutscheine freigeschaltet sind, weil das natürlich sehr, sehr wichtig war, dass man direkt auch Cashflow generieren konnte in der Situation und Kunden dort Geschenkgutscheine kaufen konnten in den Online-Shops der Händler. Und das Dritte ist, dass wir sehr schnell eine Funktion
eingeführt haben, das Click and Collect. Das heißt, ich kann online bestellen als Kunde und kann das Produkt dann im Laden abholen oder auch der Händler konnte dann eine alternative Liefermethode einrichten, sodass die Kunden bestellen konnten und er oder sie hat dann die Ware halt selber geliefert oder liefern lassen und das halt alternativ dann so gelöst in der Phase. Genau, dann gehen wir direkt rein. Wenn man sich dann angemeldet hat, dann ist das Herzstück. Das ist diese Schaltzentrale. So sieht es im Backend aus. Einige von Ihnen kennen das ja auch. Das ist die Home-Seite. Ich habe es eingekringelt, wenn man darauf geht. Ich wollte es hier betonen, weil, wie man jetzt vielleicht auch direkt schon sieht, da sind sehr viele kleine Tipps und Tricks und wir arbeiten da sehr, sehr stark daran, dass es immer sehr, sehr intuitiv auch ist und so einfach wie möglich ist. Also hier, wenn ich drauf gehe, sehe ich direkt den Gesamtumsatz. Ich kann direkt sehen, ich muss 9 Bestellungen ausführen, ich muss 6 Zahlungen bearbeiten. Wenn man ein bisschen weiter runter geht auf der Seite, scrollt, dann sieht man zum Beispiel auch, okay, welche Produkte wurden am meisten angesehen, welche wurden in den Warenkorb getan, was am meisten in den Warenkorb getan, wo kommt mein Traffic her, aus welchen Kanälen, ist es doch eher vom Blog oder ist es von Instagram oder ist es von der Website, damit man das dann einfach durch diese Einsichten selber noch besser sein Geschäft noch vorwärts bringen kann und nach vorne bringen kann. Und das ist im Endeffekt das, was diese Schaltzentrale beinhaltet hier. Unten die Einstellungen, da findet man dann nochmal, also links unten in der Navigation, die Grundeinstellung, bevor es dann wirklich losgeht. Ich will hier nicht in die Tiefe gehen, aber eine Sache, die natürlich, oder ein paar Sachen, wo viele Händler denken, Mensch, das ist so kompliziert, da habe ich jetzt Kopfschmerzen. Jetzt, wenn ich nur daran denke, das sind halt, wenn man an Zahlungsmethoden denkt, an das Rechtliche natürlich und auch an den Versand. Und das ist auch sehr wichtig, hat Vladia auch schon erwähnt, alle dieser Punkte, dass man da auch abmahnsicher ist, sich an die rechtlichen Gegebenheiten hält. Bei den Zahlungsmethoden ist es so, dass wir in Deutschland Shopify Payments haben. In Zusammenarbeit mit Klarna können sie dann 4 sehr gängige, in Deutschland gängige Zahlungsmethoden den Kunden anbieten. Und das ist die Klarna auf Rechnung, also der Rechnungskauf, dann Sofortüberweisung. Wir haben die Kreditkartenzahlung direkt mit drin und auch PayPal. Das heißt, wieder wenige Klicks und dann können Sie diese Zahlungsmethoden einbinden. Und beim Versand genau dasselbe, da können Sie dort die Versandarten und Versandort, also die unterschiedlichen Tarife auch einrichten. Und dort auch dann dieses Click-and-Collect-Funktion einrichten, von der ich gerade gesprochen habe, mit kontaktloser Bezahlung, also Online-Bezahlung und dann kontaktloser Abholung zum Beispiel. Von dem Rechtlichen, dort kommt man dann direkt auf die wichtigsten Punkte. Dort oder zu den Rechtstexten kann man sie dort dann eingeben. Das sind ja dann im Endeffekt die AGB, Widerrufsbelehrung, Datenschutzerklärung und Impressum. Vladi hat ja auch schon was dazu gesagt. Wir haben auch einen kostenlosen Rechtstexter, zum Beispiel in Kooperation mit Trusted Shops. Wir haben auch Inhalte, Blogposts und Leitfäden, die es einfach Ihnen erleichtern sollen, dort zu starten und auch abmahnsicher zu sein. Und wir hören ja auch gleich noch was von der Signal Iduna. Insofern ist es ein sehr, sehr gutes, sehr gute Aufstellung hier, dieses Webinar. Dann kommen wir weiter zu dem Thema Seiten und Blogbeiträge. Wir kriegen manchmal die Frage, wo ist denn dann meine Homepage? Wo ist denn mein digitales Schaufenster dann? Shopify, das ist aus dieser Schaltzentrale heraus, aus dem Backend können Sie direkt Blog-Einträge oder da live schalten, also schreiben und live schalten. Sie können auch direkt Ihre Seiten, also die Über-uns-Seite zum Beispiel, beschreiben. Sehen Sie hier, das ist so ein Text, da den Titel eingeben. Dann können Sie dort den Inhalt reinschreiben, auch Fotos direkt hochladen und dann auch die Suchmaschinenoptimierung, die Keywords, die Searchwords da rein tun. Im Endeffekt ganz intuitiv, was natürlich sehr wichtig ist, um den Kunden zu kommunizieren, wer sie sind, diese Beziehung auch rüberzubringen und aufzubauen, die sie auch digital aufbauen wollen. Und natürlich aber auch gefunden zu werden von Google, was natürlich sehr wichtig ist.
Wie hat Maître Philippe das gemacht? Das ist sehr schön, wenn Sie dort auf die einfach mal auf die Über uns Seite gehen. Die haben sehr viele private Fotos auch hochgeladen, die Geschichte erzählt, weil es natürlich für Sie dieser Kundenkontakt ist sehr, sehr wichtig. Das ist, dass die Kunden wissen, das ist ein Familienunternehmen, das ist ja auch im Namen direkt mit drin, also der Maître Philippe und seine Töchter, dass Ihnen Kundenservice sehr wichtig ist, dass dieser Beratungsaspekt von diesem Gourmet, das finden Sie dann auch in dieser Über uns Beschreibung mit und auch in den Blogposts, die Sie verfassen und auch verteilen, wo natürlich dann dieser Gedanke herkommt, wir wissen, wo unsere Produkte, wir legen sehr viel Wert darauf, wo unsere Produkte herkommen und helfen halt diese Kundenbeziehungen auch weiter aufzubauen und gefunden zu werden. Das sind die beiden wichtigen Aspekte hier. Dann geht es darum, die Produkte anzulegen. Wie lege ich diese an? Da gibt es in der Navigation einen Abschnitt von Produkte. Da geht man auf alle Produkte hinzufügen. Dann gibt es den Titel, die Beschreibung. Dort kann man dann auch direkt die Medien, heißt es hier. Sind die Produktfotos oder auch Videos. Wenn man Videos hat, dann kann man diese auch direkt damit hinzutun. Wichtig ist hier, ja, natürlich die richtigen Beschreibungen und Angaben, wie Vladi auch schon gesagt hat und erwähnt hat, mit anzugeben und auch sich zu überlegen aus der Perspektive, was von dem wirklich wichtig für Ihre Kunden, die diese Verarbeitung treffen. Genau, da lohnt es einfach dann auch mal, auf Maître Philippe zu gucken, wie Sie das gemacht haben. Sie haben das sehr schön und warm beschrieben, wieder eine richtige Kundenbeziehung dort. Zu generieren wollen. Ganz kurz, das ist wichtig, gute Qualität. Wir sind in den digitalen Zeiten sind Fotos sehr wichtig. Der visuelle Anspruch ist relativ hoch. Deswegen, wie hat der Liebt, sie hat sich eine gute Kamera gekauft. Da war ein Fotostudio und fotografiert die. Oh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen leiser, ein bisschen langsamer, also ich sehe schon. Okay, ich probiere mal ein bisschen langsamer. Mal schauen, wie ich dann durchkomme. Vielen Dank für den Hinweis. Wie ist das mit der Verbindung? Geht das okay jetzt gerade? Okay, dann mache ich ein bisschen langsamer weiter. Sehr gut. Wichtig ist hier der Wiedererkennungswert, dass man mit dem Hintergrund zum Beispiel, wie hier Maître Philippe das gemacht hat, den Holzhintergrund auch immer als Wiedererkennungsmerkmal hat, dass der Kunde sich immer wieder findet. Also einfach auf Produktfotos hier Wert legen. Von der Shop-Optik her, das ist auch etwas, wo Händler oft sagen, ja, ich kann mir, ich weiß nicht, wie ich meinen Shop dann schön machen soll. Da haben wir auch sehr intuitiv Shop Themes entwickelt, kostenlose Themes, das sind im Endeffekt Vorlagen für die Shop-Optik. Da können Sie sich einfach mal durchklicken und sich anschauen, was Ihnen da gut gefällt. Ansonsten gibt es auch einen Shopify Theme Store, wo Sie diese Shop-Optiken kaufen können, je nachdem, was Ihnen dort gefällt. Empfehlung ist hier einfach mit einem kostenlosen Theme anzufangen, jedenfalls. So hat es Maître Philippe ebenfalls getan, bis er jetzt aufgrund der Grundpreisthematik, das ist immer noch eine andere Thematik, sich für diesen Theme hier, diesen Look, wie der Shop aussieht, entschieden hat. Da können Sie sich einfach mal ein bisschen durchklicken und schauen, was Ihnen gefällt. Und wie gesagt, hier die Empfehlung, einfach dann einen kostenlosen Theme erstmal auszuwählen. Mhm. Dann, ich hatte es schon erwähnt, der Online-Shop ist nicht die einzige Art und Weise zu verkaufen bei Shopify, sondern es gibt Vertriebskanäle, die sind auch direkt integriert. Wenn man dann in der Navigation, gibt es diesen kleinen Verweis auf die Vertriebskanäle, daneben ist ein kleines Plus. Wenn man da dann draufklickt, dann erscheinen diese und es ist wieder sehr einfach und intuitiv. Ich kann dort eine Verkaufsstelle, das ist mein
mehrere Handel, einen Point of Sale im Endeffekt einrichten. Ich kann direkt eine Integration mit Facebook einrichten. Über Instagram kann ich verkaufen. Und wie gesagt, jetzt auch neuerdings nativ kann ich meine Produkte mit meinem eBay-Konto verbinden und dann auf eBay direkt listen und verwalten und auch Nachrichten aus dem eBay-Konto, die über eBay reinkommen, werden dann auch in Shopify übermittelt und auch die Bestände abgeglichen, ja, und die Verkäufe. Ich denke, das ist interessant, sich das mal anzuschauen bei einem anderen Händler. Take a Shot aus Leipzig ist ein Uhren- und ein Brillenhändler von uns. Und wenn Sie dort auf den Instagram-Account von Take a Shot gehen, dann ist das hier die Kaufabwicklung, die Sie hier sehen. Unten links in dem ersten Bild ist eine kleine Einkaufstasche und da steht dann View Products. Wenn ich dort draufklicke, dann fragt er mich im dritten Schritt, View on Website, also das ist jetzt auch bei mir auf Englisch eingestellt gewesen. Das heißt, möchten Sie das auf der Webseite ansehen, dann klickt der Kunde darauf und dann öffnet sich in Instagram direkt ein Warenkorb. Der Warenkorb, der Shopify Checkout, sozusagen der Warenkorb. Und dann kann der Kunde dort direkt den Kauf abschließen. Und diese Zahlen und Bestellungen gehen dann in das digitale Schaltfenster in Shopify rein. Und Sie können halt darüber dann über die unterschiedlichen sozialen Netzwerke direkt verkaufen. Genau. Dann, wie hat Maître Philippe et Fille, wie machen die das mit dem Social Commerce? Die haben noch nicht diese nativen Integrationen, aber, und ich glaube, das hatte die Vladi auch schon erwähnt, es ist ganz wichtig, Präsenz zu sein und sie sind präsent in den sozialen Medien, damit die Bestandskunden und neue Kunden sie finden können auf diesen Portalen. Also da einfach direkt der Hinweis und ich werde die mal fragen, warum sie diese Integration noch nicht machen. Genau. Zur Vermarktung ganz kurz ein Hinweis, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber es gibt auch integrierte Online-Marketing-Kampagnen direkt in Shopify, die Sie fahren können. Das sind Facebook-Ads und auch Google Shopping. In der Marketing-Rubrik ist es da. Wir haben auch immer direkt Hilfeartikel und Leitfäden integriert dort, dass Sie sich dort durchklicken können und dort Schritt für Schritt durchgeleitet werden, wie das funktioniert. Und genau, auf diese Kurse, da gehe ich gleich auch nochmal ein, die Ihnen dabei helfen sollen. Rabattcodes, auch ein wichtiger Hinweis, gibt es, können Sie auch direkt anlegen, hier wieder, wie Sie sehen, einen Rabattcode erstellen. Das ist sehr intuitiv und da müssen Sie eigentlich nur den Aktionen folgen und die Felder ausfüllen, die man dort sieht. Dann zum Schluss der Punkt Managen. Ich glaube, es ist schon, ich habe das schon ein paar Mal betont, aber es ist viel mehr als nur ein Online-Shop in dem Sinne, weil Sie Ihre Daten, Sie bekommen von uns viele Dashboards, das heißt Datenflussanalysen auch, wo Sie sehen können, wo kommen denn die unterschiedlichen Kunden her, was sind denn die Produkte, die am beliebtesten sind, wie sind denn die Zahlungsströme, Bestellungen und Fulfillment können Sie halt dort direkt aussteuern. Das ist das, was Sie mit dieser digitalen Schaltzentrale machen können, die Shopify ist. Wenn eine Funktion nicht dabei ist, die Sie benötigen, zum Beispiel eine ERP, also System-Integration oder auch Sie möchten Merchandise, Sie möchten auf Textilien drucken, Print-on-Demand machen, dann können Sie das dort in dem Shopify-App-Store suchen und sich auch wieder innerhalb von wenigen Klicks die App runterladen. Meistens kostet die dann ein bisschen was pro Monat dazu, aber wenn das essentiell für Ihr Kerngeschäft ist, dann ist das schon eine gute Möglichkeit, hier dann noch nach Alternativen und Add-ons zu zusätzlichen Funktionen zu suchen. Und dann zum Abschluss hier dann die Aufforderung und auch die Ermutigung, ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch. Deswegen nutzen Sie die 90 Tage, die wir haben, um sich auszutesten, um zu schauen, ob das etwas für Sie ist und loszulegen, im besten Fall schon natürlich zu verkaufen. Hier nochmal der Link mit den kostenlosen Kursen und Ressourcen. Ich kann das auch, Sie kriegen ja auch die Präsentation im Nachgang. Ich kann das auch gleich nochmal in den Chat posten. Und dann noch ein Hinweis, weil wir wirklich da gesehen haben, das hat richtig gut, der Link ist auch auf der Webseite drauf. Ich habe ihn hier nochmal extra gepostet. Und zwar ist es ein starte deinen eigenen Shopify-Shop
Kurs, der ist kostenfrei, sind 4 Tage. Wir haben es gerade eben schon gehört, ich glaube, von einem Teilnehmer, es waren 5 Tage, hier sind es 4 Tage. Und das läuft jetzt, geht nächste Woche los, von Dienstag bis Freitag. Und jeden Tag ist ein Thema. Und dann fängt das Rollieren dann in der nächsten Woche wieder an. Deswegen, ich kann Ihnen nur raten, wenn Sie es ernst meinen. Wir wissen, dass es schwierig ist, anzufangen und dass dort auch viele, viele, ja, viele Fragezeichen sind. Aber dafür ist es gemacht. Und hier nochmal der ganz kurz, das Feedback, was wir, die Rückmeldung, die wir dort bekommen haben von den Teilnehmern. Philipp meint zum Beispiel, ich hätte nie und nimmer angefangen. Melina hat gesagt, ich wurde für verrückt erklärt, als ich erzählt habe, dass ich in 5 Tagen einen Shop selber baue und nun steht er. Und Valentina hat uns zum Beispiel geschrieben, hat gesagt, vielen Dank für das tolle Angebot und für eure Mühe. Das war wirklich viel Input und ich habe richtig viel gelernt. Deswegen, ich hoffe, Sie legen los. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesprochen. Ich hoffe, die Verbindung war okay am Ende und vielen Dank fürs Zuhören. Und damit übergebe ich an Denise. Jawohl, vielen, vielen Dank, Linda. Ich hoffe, man hört mich. Bitte auch nochmal ein ganz kurzes Zeichen. Ja, wunderbar. Mein Name ist Denise Stahlhut, ich bin von der Signal Iduna und wir als Versicherer, der sich im Handwerk sehr stark mit dem Handel beschäftigt, haben ein neues Zielgruppenprodukt, was sehr, sehr gut in diese Reihe Online-Shop passt, beziehungsweise wie möchte ich mich sicher digitalisieren. Ich leite selber ein Projekt, was sich mit dem Bereich Handel Non-Food beschäftigt und wir haben im Jahre 2019 sehr viele Interviews mit Händlern geführt und sind eben sehr schnell auch auf das Thema Online-Sicherheit und wie kann ich mich sicher digitalisieren gestoßen. Dazu möchte ich Ihnen jetzt gerne einen kleinen Einblick geben. Hier gibt es als erstes mal ein paar Zitate, also eine Angst, auf die wir gestoßen sind, war eben die Angst vor Online-Abmahnungen. Und die Linda hat es ja vorhin genauso wie die Bladi auch schon immer erwähnt. Abmahnungen sind ein ständiger Begleiter, wenn ich online unterwegs bin. Und hier war dann eben einfach, also zum einen, dass es schwer ist, die ganzen Fallstricke da im Überblick zu behalten, dass es gefühlt auf jeden Fall ein großes Risiko ist, dass man sich da oft auch allein gelassen fühlt in dem Bereich. Und wir haben jetzt eben etwas unternommen. Ich spreche lauter. Wir haben versucht, da uns zu positionieren und möchten den Handel dahingehend unterstützen, dass er sich sicherer fühlt, online zu gehen. Und dafür haben wir den SI-Abmahnschutz entwickelt. Mein Kollege hat mir gerade noch zugerufen, er hat es noch recherchiert extra vor dem Webinar, dass im Jahr 2017 über 320.000 Abmahnungen rausgegangen sind. Das heißt also, die Angst ist nicht nur gefühlt, sondern sie ist da und 50% ungefähr waren davon im Bereich Urheberrechtsverletzungen. Ja, wir haben es gerade auch schon mal kurz gehört, es gibt unglaublich viele Anforderungen. Shopify hat jetzt gerade schon gesagt, sie unterstützen da in unterschiedlichen Bereichen. Da gibt es ja auch viele Anbieter, die versuchen, Rechtstexte beispielsweise zur Verfügung zu stellen. Aber es ist am Ende ja natürlich viel, viel mehr. Also wir haben ja jetzt sowas wie tatsächlich Impressum, falsche Garantieangaben, falsche oder unzureichende Produktbeschreibungen, Widerrufsbelehrungen müssen aktuell sein oder auch sowas wie Tracking-Tools und Cookies müssen richtig bezeichnet sein. Aber es ist natürlich auch nicht nur der Webshop oder die Webseite, die ich richtig mit Rechtstexten ausstatten muss, sondern es ist ja alles, wo sie sich online bewegen, sei es Facebook, sei es Instagram, also alle Social-Media-Kanäle, auf denen sie unterwegs sind, bieten ja ein Stück weit Potenzial, sage ich mal, auch was falsch zu machen. Und wir möchten eben sie dabei unterstützen, dass sie online gehen können und dass es nicht der Hemmschuh ist, sozusagen nicht online zu gehen, weil man eben Angst vor Online-Abmahnungen hat. Deswegen ist das Leistungsversprechen, was die Signal Iduna mit dem SI-Abmahnschutz bieten möchte, haben Sie keine Angst vor teuren Abmahnungen. Wenn Sie abgemahnt werden, prüfen wir die Vorwürfe, ersetzen die berechtigten Abmahngebühren und fechten die Abmahnung aber auch für Sie an, wenn die nicht gerechtfertigt ist. Und bei strafbewährten Unterlassungserklärungen, die ja auch sehr präsent sind, unterstützen wir durch eine Expertenberatung. So, für den eigenen Webauftritt
würde dieses Produkt kosten 24,99 Euro im Monat. Das heißt, die eigene Internetseite, der eigene Webshop, der eigene Social-Media-Kanal, also alles, was ich selber betreibe. Für Plattformvertrieb gibt es nochmal was anderes, da gehe ich aber gleich noch einmal kurz drauf ein. Ja, hier ist es noch einmal ein bisschen plastischer dargestellt. Leistungsbestandteil, also die Prüfung der Abmahnung auf Rechtmäßigkeit, die Verteidigung ihrer Rechte, Expertenberatung bei Unterlassung und der Ersatz der Abmahngebühren und das Ganze sowohl für außergerichtliche als auch für gerichtliche Kosten bis 100.000 Euro, kein Selbstbehalt für Sie und unten nochmal, wie gesagt, das Ziel, wir möchten insbesondere kleine und mittelständische Händler dabei unterstützen, sich sorgenfrei online präsentieren zu können. Hier ein ganz kurzer Blick auf die Abschlussstrecke. Also wenn Sie nähere Informationen erhalten möchten, können Sie das entweder bei signal-iduna.de/abmahnschutz sich nochmal anschauen oder auf der Seite anfassbargut.com. Da gibt es auch noch weitere Lösungen, die wir entwickelt haben im Laufe der Zeit. Die Versicherung, die Laufzeit der Versicherung ist ein Jahr. Also der Vertrag endet automatisch nach 12 Monaten und wenn Sie möchten, können Sie natürlich dann aber nach einem Jahr auch verlängern und Sie erhalten eine Woche, bevor die Versicherung ausläuft, dann nochmal eine Erinnerung von uns, damit Sie es nicht vergessen können. Genau, hier ein ganz kurzer Blick in Richtung der Online-Abschlussstrecke. Sie haben im Grunde genommen wenige Klicks, die Sie eigentlich nur machen müssen und haben dann sofortigen Versicherungsschutz. Also Sie geben auf der ersten Seite, das ist ein bisschen klein, nur zwei Angaben an. Das ist die Domain, die Sie versichern möchten und der Nettoumsatz des letzten Jahres. Versicherbar sind Betriebe bis 25 Millionen Euro. Und dann kommen Sie quasi schon auf unsere Prüfung der Website. Das ist eine maschinelle Prüfung, die auf die wichtigsten Abmahngründe einmal quasi Ihre Seite scannt und da erhalten Sie dann auch sofort nach wenigen Sekunden ein Prüfergebnis, das dann entweder sagt, herzlichen Glückwunsch, Ihre Website kann versichert werden oder aber leider erfüllt Ihre Website gerade noch nicht die Mindestanforderungen, die wir voraussetzen, um einen Versicherungsvertrag abzuschließen. Probieren Sie das gerne. Sie können das, wie gesagt, das dauert nur wenige Sekunden, da sind Sie an der Stelle. Und da gibt es eben auch unterschiedliche Felder, bei denen Sie dann auch direkt sehen, wo wir mögliche Schwachstellen identifiziert haben. Hier ist beispielsweise genau den Teil, den Sie da jetzt sehen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, Datenschutzbestimmungen, Impressumspflicht und Widerrufsbelehrungen sind alle auch in diesem maschinellen Tool enthalten und man kann das aufklappen und Sie sehen dann quasi in Rot, Gelb, Grün, wo das Tool mögliche Schwachstellen identifiziert hat. So ganz wichtig an der Stelle ist mir aber zu betonen, dass das Tool nicht dazu dient, Ihnen eine Rechtssicherheit zu bieten. Also es ist nicht so, dass wir scannen und wenn dann da alles grün ist, dann ist auch alles super, sondern es ist nur eine maschinelle Möglichkeit, mal auf grobe Schnitzer zu schauen und da eben mögliche Schwachstellen zu identifizieren, sodass Sie dann schauen können, wenn es beispielsweise einen Hinweis gibt zum Impressum, dann können Sie da nochmal gucken, ob alles in Ordnung ist. Auf unserer Seite gibt es auch entsprechende Tipps und Tricks, was also zu berücksichtigen ist bei AGBs, bei Datenschutzbestimmungen, Impressumspflichten oder Widerrufsbelehrungen. Also das unterstützt, da können Sie sich die entsprechende Unterstützung selber holen, anlesen oder aber wir haben auch den Verweis auf Kooperationsanwälte, die eben professionalisiert sind, auch beim Thema Online-Abmahnungen. Ja, ich habe es gerade schon ganz kurz gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Pakete. Einmal der eigene Webauftritt, eigener Shop, eigene Social-Media-Kanäle, eigene Homepage für 24,99 Euro im Monat. Und bei dem zweiten Paket haben wir den Plattformvertrieb mit drin. Also das spricht der Vertrieb über Amazon, der Vertrieb über Rakuten oder über eBay beispielsweise, weil wir eben auch festgestellt haben in unserer Recherche, dass es auch dort nochmal einige Fallstricke gibt, die man noch zusätzlich beachten muss und dass die Abmahnhäufigkeit im Bereich des Plattformvertriebs auch nochmal höher ist. Deswegen da an der Stelle der erhöhte Preis.
Ja, deswegen ist unsere Empfehlung einfach nur, was sollten Sie tun mit dem SE-Abmahnschutz, wenn Sie eine Abmahnung erhalten? Ärgern Sie sich einfach nicht darüber, verwenden Sie Ihre Zeit mit wichtigeren Dingen, mit Ihrem Geschäft. Schicken Sie uns die Abmahnung so schnell wie möglich, innerhalb von 7 Tagen, und überlassen Sie den Rest einfach uns. So, das war ein Schnelldurchflug durch die Sachen. Ich gucke gerade noch einmal in die Frageliste. Vielleicht, Jenny, kannst du auch Andreas einmal freischalten, dass er auch noch mit antworten kann. Mein Kollege ist nämlich dabei, falls noch juristische Fragen dabei sind. So, sind die im Preis mit drin, die Anwälte? Nein, also die Tipps und Tricks sind frei zugänglich, da kann jeder schauen, der interessiert ist. Die Kooperationsanwälte, da gibt es ein separates Angebot, die würden die Website entsprechend prüfen, das müssen sie bezahlen, kostet einmalig 399 Euro netto. Aber wenn Sie diese Prüfung durchlaufen haben, bekommen Sie 50% Nachlass auf das erste Paket beziehungsweise 25% Nachlass auf das zweite Paket mit dem Plattformvertrieb, sodass sich quasi diese Erstinvestition nach 3 Jahren spätestens amortisiert. So, wenn... Moment, ich versuche es mal hier gerade. Wenn die Prüfung nicht rechtssicher ist, wer prüft denn dann meinen Shop, bevor die Versicherung greift? Die Versicherung, also Sie meinen, wenn quasi die Abschlussstrecke blockiert, also wenn Sie nicht weiterkommen, dann gibt es tatsächlich nur die Möglichkeit, über einen Kooperationsanwalt zu gehen oder aber die Website selber zu optimieren und es nochmal zu versuchen. Also es kostet ja kein Geld. Wie gesagt, ist auch innerhalb von wenigen Sekunden gemacht. Und sobald, also entweder Sie passen die Seite dann selber an, probieren es nochmal, oder aber Sie sprechen mit unseren Kooperationsanwälten. Wie gesagt, mit dem Vorteil, dass es dann auch einen Rabattcode anschließend von denen zur Verfügung gestellt gibt. So. Ist der auch 3 Monate kostenlos, der Abmahnschutz? Nein, Versicherungen darf man leider nicht verschenken. Deswegen, das ist ein Einmalbeitrag, Jahresbeitrag, also knapp 300 Euro für das kleine Paket und ungefähr 650 Euro für das große Paket kostet es. Genau, also wir haben vielleicht nochmal auch zusammengefasst. Es gibt so gesehen, also die Themen, ob es jetzt Wettbewerbsrecht ist, Datenschutz ist, ob es Markenrecht ist oder Urheberrecht. Grundsätzlich beschäftigt sich der Abmahnschutz mit all diesen Themen und bietet Schutz im Bereich der Online-Welt sozusagen. Ab wie vielen Mitarbeitern brauche ich einen Datenschutzbeauftragten? Das ist, glaube ich, noch eine Frage von ganz zum Start von der Vladi. Da kann ich leider nichts zu sagen. Gibt es noch Fragen zur Versicherung? Wie gesagt, ansonsten schauen Sie einfach gerne vorbei auf anfassbargut.com oder auf signal-iduna.de/abmahnschutz. Da gibt es unterschiedliche Informationen, sowohl zum Produkt, da gibt es auch ein Video nochmal bei YouTube, können Sie sich auch ein Video anschauen, wenn Sie möchten. Das beschreibt es auch nochmal ganz gut. Ich glaube aber, die wichtigsten Sachen für Sie sind ein Jahr Vertragslaufzeit, sofortiger Versicherungsschutz, die Preise, die ich genannt habe, keine Selbstbeteiligung und 100.000 Euro Deckungssumme. Was passiert, wenn ich eine Abmahnung bekomme? Dann schicken Sie die umgehend zu uns. Da gibt es dann eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer zu einem Kollegen, der die Abmahnung dann entsprechend bearbeitet. Wichtig ist nur an der Stelle, dass Sie das schnell tun, weil da ja oft auch Fristen hinterlegt sind. Und mehr tun Sie dann eigentlich nicht. Den Vergleich zu Trusted Shop. Den Vergleich zu Trusted Shop kann ich nicht so einfach herstellen, weil ich ehrlicherweise nicht alle Leistungen von Trusted Shops parat habe. Die haben ja viele Themen
in ihren Leistungen, die sich nicht auf Versicherungen oder Abmahnungen beziehen. Das können Sie mir gerne nochmal eine E-Mail schicken und ich würde es dann im Nachhinein dann lieber gerne nochmal klären, bevor ich jetzt etwas Falsches dazu sage. Wichtig ist aber, es ist einfach, Sie haben Rechtsanspruch bei uns auf diese Leistung, weil es einfach ein Versicherungsvertrag ist, der Ihnen gewisse Rechte sichert. Und da bin ich nicht sicher, wie das bei den anderen Anbietern ist. Was passiert, wenn die Abmahnung berechtigt ist? Wenn die Abmahnung berechtigt ist, dann wird es zu einem Kollegen gegeben, einem Juristen, der sich damit auseinandersetzt und entsprechend die berechtigten Zahlungen leistet, beziehungsweise da die Korrespondenz aufnimmt. Wenn du da, Andreas, gerne nochmal als Jurist, kannst du das sicherlich ein bisschen besser erklären als ich, was zu ergänzen hast, dann gerne Feuer frei. Das? Ja, jetzt hört man dich, glaube ich. Super. Also man muss sich klar sein, dass 90-95% aller Abmahnungen auch berechtigt sind. Also der Regelfall ist eigentlich, wenn ich im Fall eines Falles eine Abmahnung erhalte, meistens mit einer beiliegenden Unterlassungserklärung, mich nicht oder die gleiche abgemahnte Handlung nicht noch einmal zu erhalten, dann bin ich in der Regel ja auch mit Kosten konfrontiert, die in der Regel im Durchschnitt ca. 1.300 Euro betragen. Wir gehen von dem Regelfall aus, dass 90-95% berechtigte Ansprüche sind. Das heißt, die werden von uns beglichen und gezahlt. Wir haben in dieser Police das Leistungsversprechen, dass wir die außergerichtlichen Kosten, das heißt die Kosten des gegnerischen Rechtsanwaltes, wie auch bei vorgenommener Beratung die Kosten des eigenen Rechtsanwaltes, wie auch eventuell erhobene Abmahnkosten ersetzen. Das ist der Regelfall. Alles andere ist dann nachher auch die Einzelfallprüfung. Das heißt, wenn Sie einmal eine Abmahnung erhalten sollten, von der Sie überzeugt sind, dass sie nicht berechtigt ist, dann überprüfen wir dies natürlich auch und sind dann auch bereit, in ein Hauptverfahren zu gehen und dort für Ihre Rechte einzustehen. Dann haben wir noch die Frage, werden die abmahnwürdigen Inhalte, AGB etc. von den Vertragsanwälten korrigiert? Wir haben da einen Leistungskatalog sozusagen mit denen erarbeitet, steht auch auf der Website, können Sie gut nachlesen, was alles mit drin ist. Die Korrektur selber würden Sie entsprechend durchführen, aber die geben natürlich Hinweise, was korrigiert werden muss. Genau, jetzt auch nochmal der Hinweis, wer mag, darf natürlich auch gerne noch Linda von Shopify weitere Fragen stellen. Aber wir beantworten auch gerne weitere Fragen. Sie beantworten meine Fragen? Nein. Ich habe auf jeden Fall gerade gesagt, das passt hervorragend zusammen. Wir sollten uns mal unterhalten. Ja, wir sollten mal zusammen was machen vielleicht. Genau. Ich habe gesehen, es gab eine Frage zu dem Thema digitale Produkte, die ich gerne, ich poste hier einen Link, da sind ganz, ganz gute Informationen enthalten, schauen Sie sich das mal an, also es sind auch zum Beispiel, wie ich dann, es gibt Apps, die ich runterladen kann, um dann auch diese digitalen Produkte direkt zu versenden, ich hoffe, ich habe die Frage dort dann richtig verstanden. Genau, und auch was das Reisethema für die Reisethematik, also das für Reiseunternehmer sich auch eignet, das System. Ja, Herzstück ist Einzelhandel, geht ja aber dann auch so in digitale Produkte, wenn ich eine Reiseleistung verkaufe. Insofern, das funktioniert schon. Vielleicht einfach mal anschauen und gucken. Genau, ich schaue nochmal durch. Ich glaube, die Zahlungs-,
Methoden, die Frage wurde schon beantwortet. Das ist natürlich kein Muss, aber es macht schon, wenn man sich das anschaut und auch im Gegensatz zu anderen Anbietern, die auch Gateways anbieten, das ist im Grunde genommen mit der Shopify Payments Lösung auch von was von den Kosten dort anfällt. Das ist schon eine doch sehr gute Lösung. Und bevor Sie sich dann manuell die Zahlungsmethoden, das geht auch natürlich, dort einpflegen, ist das einfach etwas, womit Sie auch sehr gut, sehr schnell starten könnten. Und der eine Teilnehmer hat ja auch gesagt, dass es schon auch Sinn macht. Ganz kurz die Anmerkung, die Frage zu den Mitarbeitern. Ich musste zugegeben auch hier googeln und habe die Information jetzt bekommen, dass es ab 20 Mitarbeitern die Pflicht besteht, deinen Datenschutzbeauftragten dann zu benennen. Das wäre die Antwort auf die eine Frage zu meinem Part. Gut, jetzt hier noch, gibt es auch andere empfehlenswerte Shop-Anbieter, die neben dem Shop auch Social Media und so weiter anbieten? Wie kann man einen bestehenden Shop bekannter machen? Das sind ja zwei doch sehr wichtige Fragen auch. So eine native Integration, da kann mich gerne jemand korrigieren, gibt es bisher nicht. Das ist wirklich mit so wirklich einfachen Integrationen und Klicks dort so kanalübergreifend zu verkaufen. Meistens funktioniert es dann schon über eine Applikation oder man muss sich das zusammenbauen oder man lässt es sich bauen, dann funktioniert es schon. Meist braucht man dann einfach viel mehr Ressourcen und Aufwände, um das zu tun. Und wie kann man einen bestehenden Shop bekannter machen? Da geht es sehr stark natürlich um das Thema Marketing. Auch dort haben wir sehr viel Inhalte auf unserem Blog. Schauen Sie, vielleicht googeln Sie einfach oder schauen Sie einfach mal dort nach Marketing, nach Reichweite, Generierung. Und das sind genau diese Themen. Klar, Marketingkampagnen, SEO-Kampagnen, was wir schon gesagt haben, Facebook-Ads oder auch Google Shopping-Ads schalten. Und dann aber auch das Thema, und das hatte Vladi ja ganz am Anfang auch schon erwähnt, eben selber die Marke aufzubauen im Bereich Social Commerce und im Bereich dort dann eine Fangemeinde aufzubauen, kommt natürlich sehr stark auf das Produkt darauf an. Aber das sind halt so Möglichkeiten. Ich kann nochmal schauen, ob ich da einen schönen Blogbeitrag finde, der das Thema gut anreißt. Wegen der Reiseveranstalterfrage, da müsste ich nochmal nachschauen. Gibt es bestimmt, ich müsste das nochmal mir anschauen. Das ist noch eine neue Frage für dich. Die Warenwirtschaftsbestände, okay, genau. Ja, also Sie können dort ERP-Systeme auch anbieten. Also wir haben in dem Shopify App Store dort Apps, das ist eine Möglichkeit, dort dann die Warenwirtschaftsbestände dort zu importieren und zu übergeben. Also da können Sie einfach mal im App Store-Raum reinschauen. Wenn man einen Shop mit Shopify stellt, werden dann die rechtlichen Infos übergeben oder ist man eigenverantwortlich, werden von Shopify diesbezüglich Vorlagen zu. Genau, also man ist eigenverantwortlich, das ist und bleibt so. Wir haben allerdings genau mit dem Händlerbund zum Beispiel Vorlagen und Templates, die Sie benutzen können, die es Ihnen erleichtern und auch Leitfäden, die Ihnen an die Hand gegeben werden und sind auch vorzertifiziert.
Ihre Fragen an unsere Experten und falls nicht, dann haben Sie ja auch die Kontaktdaten von Linda und Denise und die stehen Ihnen dann wahrscheinlich auch nochmal sehr gerne zur Verfügung. Ansonsten bedanke ich mich oder bedanken wir uns, dass wir das Webinar mit euch veranstalten konnten und an die ganzen Teilnehmer auch ein Danke, dass sie zugehört haben und ich hoffe, wir konnten weiterhelfen und Tipps und Tricks zum rechtlichen und Online-Shops stellen, geben. Genau, und wir möchten uns natürlich auch verbessern und deswegen, wenn Sie das Meeting verlassen, werden Sie dann auf die Seite weitergeleitet, wo Sie uns bewerten können und wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das tun würden. Von meiner Seite auch Dankeschön. Ja. Noch kurz, bis jeder getippt hat. Ich glaube ja. Also weitere Fragen gibt es nicht. Weiter integrieren kann. Fragt Frau Müller. Ich glaube, Linda. Ja, ich war kurz, ich bin kurz rausgeflogen. Ich bin wieder da. Ja, man kann Newsletter integrieren. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Newsletter to go hatten wir und wir haben auch eine eigene Funktion, die wir einführen momentan. Auch dort gibt es Blogbeiträge und Leitfäden dazu. Also die Möglichkeit besteht, ja. Und ist übrigens auch etwas, was Maître Philippe sehr, sehr gut machen. Am Anfang haben sie es sehr, 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 sehr stark betrieben, einmal pro Woche. Aber es ist auch so ein Best Practice auf jeden Fall, um noch nebenbei Content und Traffic zu generieren. Kann man mich hören, oder? Ja. Ja, gut, okay. Ja, den Vortrag erhalten Sie spätestens am Montag, wenn die Aufnahme generiert wurde und das Handout, also die Präsentation dazu auch. Und vielleicht könnten Linda und Denise und die Fladi nochmal ihre Kontaktdaten reinschreiben, genau. Okay. Dankeschön. Okay, dann bedanke ich mich und dann schließe ich jetzt das Webinar. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.